Mein Name ist Gerold Käfer. Ich bin jetzt vor kurzem rübergekommen aus Bad Bergzabern, wo ich wohne. Ich bin aber ein gebürtiger Schwabe. Ich bin dann dort wegen was auch immer ausgewandert. Ich mache es einfach wegen meiner Frau und lebe jetzt seit geschätzten 10 Jahren hier in der Pfalz. Ich war über viele Jahre und bin es auch immer noch unternehmerisch tätig. Das heißt, ich habe eine Firma, die habe ich vor bald 20 Jahren gegründet und habe im technischen Umfeld als Ingenieur, als Dienstleister, Berater in verschiedensten Stationen gearbeitet. Habe das betrieben mit sehr hoher Intensität. War da auch von A bis Z einfach tätig, von Alcatel, damals noch Telekommunikationsgeschäft, bis zu ZF, Getriebe in Friedrichshafen und in Saarbrücken drüben. Und ich selbst war da als Führungskraft tätig, fast noch interessanter, waren aber auch noch die vielen Führungskräfte, die mir begegnet sind. Das heißt, Leute, die in Positionen vom einfachen Projektleiter bis hin zu Entwicklungsleiter, Vorstandsebene, Wirtschaft betreiben in Deutschland. Und ich hatte dann vor 3, 4 Jahren starke gesundheitliche Probleme. Ich will das jetzt nicht in unmittelbaren Zusammenhang bringen zu dem, was ich die 10 Jahre davor gemacht habe, was natürlich auch sehr arbeitsintensiv ist, denn wenn man einfach auf eigene Rechnung leben muss, ist die Forderung, die man an sich stellt und die Forderung, die andere an einen stellen, die sind einfach sehr hoch. Und teilweise ist es einfach so, dass man dann hergeht und seine Gesundheit dem Geld hinterherwirft. Und irgendwann in der Mitte des Lebens kehrt sich das Ganze um. Dann wirft man das Geld der Gesundheit hinterher. Und ich will Ihnen vielleicht so ein paar Anregungen geben, wie Sie es schaffen können, diese Balance, die Sie letzten Endes während Ihres Lebens finden müssen, besser zu finden, vielleicht früher zu finden, vielleicht Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wo denn das Ungleichgewicht herkommt, wo die Überforderung herkommt. Klar natürlich, dieses Bad im Erfolg, das wir irgendwo alles suchen, streben irgendwo an, wollen schon irgendwo eine Anerkennung haben, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das kann natürlich auch sein, wenn, das Kind oder die Tochter sagt, Papa, super gemacht. Das kann auch eine Anerkennung sein, und das suchen wir schon. Dann, was einen lebenslang begleitet, so zumindest meine Behauptung, ist letztens die Erwartungshaltung der Eltern. Also Papi war von Johann überhaupt nicht angetan. Und dem Johann war das nicht egal. Er hat also mächtig darunter gelitten. Und Papi hat dann irgendwann mal begriffen, die Gleise, auf denen ich den setzen wollte, das funktioniert ja gar nicht. Und er hat seinen Weg gefunden. Und jetzt gibt es doch eine Einigkeit, dass man diese Erwartungshaltung doch irgendwie gefunden hat und erfüllt hat. Und wo dann der Erfolg da war, dann ist sozusagen auch Papi übergelaufen und hat gesagt, hier, mein Sohn. Also das ist das, was ich beobachte. Ich betreibe auch eine Schwimmschule und da sieht man eigentlich sehr deutlich, mit was für Erwartungshaltungen so die Kinder in die Welt geschickt werden. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz ist jedes Kind bestrebt und wie wir vorher gehört haben, sind wir alle noch kleine Kinder in uns drin, diese Erwartungshaltung dann doch der gerecht zu werden. Okay. Natürlich haben solche starken Erwartungen auch ihre Kehrseite und hier die Tour de France mit Lance Armstrong ist natürlich so eine Geschichte, wo man beides sieht. Man sieht einmal diesen überwältigenden Erfolg, diese unglaubliche sportliche Leistung. Dann aber steckt dahinter natürlich die zweite Ebene, ist natürlich irgendwo der Betrug, den jetzt auch Lance Armstrong passiverweise, er hat nicht gesagt, ich war's oder ich habe gedopt, sondern er hat gesagt, okay, irgendwo
sage ich jetzt nicht mehr, dass ich es nicht getan habe. Und dazu hatte ich auch diese Aussage, mein Körper gehört mir und was ich damit mache, ist meine Sache. Und so sind sehr viele Führungskräfte unterwegs. Vor allem die Führungskräfte, die am Beginn ihrer Karriere stehen, was immer es auch heißt. Von den Führungskräften, die ich da beobachte, da wird einem schon Angst und Bange, was man so erlebt, was die Leute so an Preis von sich geben oder letztendlich von sich geben wollen, um letztendlich die Karriere zu machen. Und wie es jetzt dem Lance Armstrong in den nächsten 20 Jahren gesundheitlich gehen wird, weiß man auch nicht. Also mancher Spitzensportler ist schon in frühen Jahren dann einfach verstorben. Man denkt zum Beispiel an diese Florence Griffith Joyner. Aber der Erfolg ist was sehr Verführerisches. So, ja, die Bilanz, diese Schattenseite ist natürlich, und das ist so das, was man in allen extremen Wettbewerbssystemen beobachten kann, ist, dass diese Spitze in der Regel nicht sauber ist. Das heißt, man muss da moralische Hemmschwellen fallen lassen. Und das ist so die Bilanz der letzten 14 Jahre Tour de France. Also wir haben noch drei, die jetzt noch im grünen Bereich sind. Je nachdem, wie die Nachweise sich entwickeln, werden wir vielleicht auch noch erleben, dass sie die auch noch rot färben. Also an der Spitze ist die Luft sehr, sehr dünn. Und die Mittel sehen, die Wahl der Mittel ist letzten Endes beliebig. Hauptsache, man erreicht sein Ziel. Und die Skrupel werden entsprechend fallen gelassen. Die Skrupel gegenüber anderen, aber auch die Skrupel gegenüber einem selbst. Das, was die Leute machen, ist ja letzten Endes auch Ausbeutung ihrer selbst. Das ist mal die eine Seite, dieser Wettbewerb. Andere Seite ist letzten Endes das Geschäft, die Wirtschaft. Da gab es so vor genau 42 Jahren eine Prophezeiung von diesem Milton Friedman, der da sagte, ja, also wenn eine Firma dafür sorgt, dass ihre Gewinne wachsen, dann hat sie eigentlich so ihre soziale Verantwortung gleich mit erfüllt. Er hat noch ergänzt, solange sie in den Regeln des Systems bleibt. Aber wie wir heute feststellen, setzen diese Firmen, wenn sie mal eine gewisse Größe erreicht haben, die regeln sich einfach selbst. Da ist dann auch kein Staat und keine Politik mehr da, die sagt, bis hierhin noch weiter. Und es ist eine ganz ähnliche Weise zu wirtschaften. Ich war jetzt schon fast ein Jahrzehnt in der Automobilindustrie tätig und insbesondere bei den amerikanischen Zulieferern konnte man sehr früh sehen, dass da natürlich jegliche Nachhaltigkeit verloren geht. Ist so eine Bilanz, die ist ähnlich dem, was man bei der Tour de France erlebt. Es ist so eine Aufreihung der ganzen Bankrotte, die es in der Automobilindustrie gab. Das sind durchaus Betriebe, die, also GM brauche ich nicht erwähnen, Chrysler auch nicht, aber die kleineren Delphi oder so sind durchaus Betriebe, die haben auch ihre 10, 20 Milliarden Umsatz gemacht. Und das sind alles so die Jahreszahlen, wo die Firmen bankrott gingen, weil die Orientierung nur auf den Gewinn ging und die Innovation dabei natürlich auf der Strecke blieb, Nachhaltigkeit auf der Strecke blieb. Und das ist dann das Ergebnis. Und das sind also die Parallelen von extremen Wettbewerbssystemen, wie im Sport, so auch in der Wirtschaft. Da, wo die Spitzenleistung gefragt wird, sind auch die Mittel dann sozusagen beliebig. Und das ist dann das Ergebnis. Und ich denke, aus der Krise, in der wir stecken, sind wir noch lange nicht raus. Und da helfen auch keine Friedensnobelpreise nicht. So. Nochmal kurz zu mir. Ich werde zukünftig Thema Zeit- und Lebenskunst ein bisschen was anbieten, weil ich denke, dass das Leben mittlerweile schon zur Kunst geworden ist. Man kann sich fragen, warum das so ist. Eine Geschichte habe ich jetzt gezeigt, nämlich diese Wettbewerbsintensität. Andere Themen werde ich noch ein bisschen anführen. Aber ich denke, es ist heute so, dass wir Dinge wie lebenslange Anstellung,
können wir vergessen. Also wenn Sie mal 10 Jahre bei einer Firma waren, dann sind Sie schon ja, so ein Fossil. Früher war das durchaus üblich, dass man mit 14 in die Lehre ging und mit 65 aus der gleichen Firma rauslief. Ist heute komplett passé. Das haben Sie selbst dann nicht mehr im Griff, wenn Sie selbstständig sind, weil das die Luft auch in dem Bereich deutlich dünner wird. Also ich kann es nur sagen von meinem Cousin von mir, der hat auch einen Betrieb vom Vater übernommen, ist halt mittlerweile unwirtschaftlich, weil er als Ein-Mann-Betrieb oder ich sag mal als Familienbetrieb antreten muss gegen Milliardenkonzerne und das allein von der Einkaufsmacht einfach der Wettbewerb nicht mehr möglich. Das heißt, Sie erleben sehr viele Leute, die mit 40, 45, 50 aus ihrer Arbeitsumgebung rausfallen und sich da komplett neu orientieren müssen. Und das haben wir in dem Maße vor 30 Jahren, vor 20 Jahren noch überhaupt nicht. Und das sind Veränderungen, auf die müssen wir uns einstellen. Und wir sind durch unsere klassische Ausbildung, sei es Schule oder Hochschule, auf diese Veränderung denkbarst schlecht vorbereitet. So zumindest meine Behauptung. Also wir sind eigentlich auf so eine dynamische Umgebung sind wir eigentlich nicht vorbereitet. Wir sind eigentlich angelegt, dass wir irgendwann mal dieses Wissen aufsaugen, dann irgendwo einen Stempel bekommen, wo Diplom drüber steht. Und dann war es das eigentlich so eine Ausbildung, die man machen musste. Und das war dann so die Eintrittskarte. Und die Eintrittskarte, die hat über die ganze Spielzeit auch gehalten. Und heute hält sie halt mit Sicherheit nicht mehr über die ganze Spielzeit. Das heißt, man muss sich andere Strategien überlegen. Und dazu gehört auch, dass man von der gesundheitlichen Seite her einfach auf sich aufpasst. Gut. Was zu dieser Wettbewerbsintensität noch dazukommt, ist das Thema, ich nenne es mal Technologieüberfluss. Wir hatten in der Vergangenheit so einen Mangel an Technologien. Das heißt, wenn ich da jemand anrufen wollte, der jetzt irgendwo im Wald stand, war das ein Riesenproblem. Das ging am besten über Brieftaube. Heute ist es aufgrund dieser Entwicklung, das ist sozusagen diese Speicherdichten, die wir so haben und diese, ich sag mal, Computerpower von den Prozessoren, die steigt exponentiell an. Da gibt es eigentlich gegenwärtig noch überhaupt kein Ende. Am Ende sind wir aber mit unseren Nerven, weil diese Dinge natürlich teilweise Zeit sparen, aber insbesondere auch viel Zeit kosten. Das heißt, die nehmen uns vielleicht auch gerade deswegen, weil es uns erlauben, das zu tun, was alles zu tun, was wir tun wollen, Zeit weg. Nächste überspringe ich mal. So, Wunder schaffen auch diese Technologie nicht, weil es gibt dann immer diese Einstellung, wir haben so viele Sicherheitsreserven, es funktioniert alles, wir wissen genau, wo wir sind. Und letzten Endes riskiere ich dann immer wieder mehr, auch jetzt im Zusammenhang mit anderen Leuten und lege dann mal kurz so einen 300-Meter-Dampfer auf die Seite. Und was dann auch für die Gesundheit einiger der Passagiere nicht sonderlich förderlich war. Ähnliches passiert natürlich im eigenen Umfeld, wo man stundenlang vor den Kisten hockt. Die werden immer kleiner, man hat sie überall dabei. Das heißt, sie haben eigentlich keine Situation mehr, wo sie diese Dinge nicht mehr umgeben sind, es klingelt ständig das Telefon oder es vibriert heute oder es kommt noch irgendein Flash dazu. Also man ist ständig umgeben von dieser Technik, verliert aber so ein bisschen das Gefühl für die Risiken. Das ist zum Beispiel beim Autofahren jetzt auch mittlerweile so, sie fahren ja teilweise nicht mehr selbst, das Auto tritt ja schon selber auf die Bremse. Ob sie es jeweils wollen, ist dann die Frage. Am Ende müssen sie klar sein, sie fahren das Auto und sie führen ihr Leben. Wenn Sie das nicht wissen, dann kommen Sie in Probleme rein. Ein gewisser Ökonom hat das schon vor bald 90 Jahren auf den Punkt gebracht, auch mit der Interpretation von Wettbewerb. Eigentlich machen wir das moralisch grundsätzlich Falsche, aber wir müssen uns einbilden, dass wir es tun müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich unfair sein, weil sonst die Wirtschaft nichts wächst, wir kein Geld verdienen, etc., etc. Aber die 100 Jahre wären eigentlich jetzt zu langsam vorbei,
Und unsere Produktivität, also das, was wir schaffen können, das, was wir erzeugen können an Produkten, die rauscht so gewaltig durch die Decke, weil wir die Technologien haben, dass wir eigentlich es nicht mehr so stark nötig haben, diesen intensiven Wettbewerb zu führen. Wir führen ihn aber trotzdem, weil wir glauben, dass nur der, der diese Produkte erzeugt, es verdient, belohnt zu werden mit Geld. Eigentlich ist es gar nicht notwendig, weil wenn man ehrlich wäre, eigentlich könnten die Chinesen uns und den Rest der Welt komplett versorgen. Also, und dann ist halt die große Verwunderung ist, dass bei all dieser Produktivitätssteigerung dann immer weniger Leute in diesen traditionellen Beschäftigungsbereichen gebraucht werden. Aber es ist doch vollkommen logisch, dass es so sein muss, wenn ich immer mehr produziere. Und das führt dann halt zu dieser Situation, dass ich auf der einen Halbpunkt von der Welt die Leute sozusagen langweilen in ihrer Armut und wir denken immer noch, wir müssen, ich sag mal, diese 50, 60 Stunden Wochen runterhauen. Und das ist vom Weltraum aus betrachtet, dürfte man da ein bisschen ins Zweifel kommen, ob das also sinnvoll ist. Und das ist ungefähr so bildlich dargestellt, so diese Stresssituation, in der wir uns dann wiederfinden. Offenbar sind Stresssituationen jetzt kein Phänomen unserer Zeit. Also auch Leute früheren Datums hatten Problematiken, dass sie gewisse Dinge einfach nicht mehr in den Kopf reingebracht haben. Dann muss man aufklappen, ein bisschen entlüften. Und ich sage mal, Überfluss an vielleicht damals Ängsten vor Krankheiten, das haben wir heute ja fast nicht mehr. Und wenn sie noch da sind, verdrängen wir es maximal. Weil so diese Daseinsangst, die haben wir eigentlich schon im Wesentlichen abgeschafft. Die haben wir jetzt durch andere Ängste ersetzt. Beispielsweise, ob am Montag jetzt noch meine Aktien so gut sind, wie sie am Freitag waren. Das sind so die neuen Ängste. Also irgendeinen Raum, einen Resonanzboden für Angst brauchen wir. Aber den gab es früher auch schon. Auch früher gab es eigentlich Stresssituationen. Also der Autor von Utopia schreibt zum Beispiel, dass er, um das Buch schreiben zu können, musste er halt einfach früher aufstehen, weil einfach der Tag nicht so viele Stunden hat. Also muss er am Schlaf kürzen, am Essen kürzen. Also auch damals gab es schon Stresssituationen, aber ich denke, es ist heute schon so ein gewisses Massenphänomen. Und es ist auch gleichzeitig ein Paradoxon, weil wir eigentlich nominal immer weniger arbeiten. Das heißt, wir hatten Lebensarbeitszeiten von 2.500 Stunden im Jahr. Mittlerweile sind wir vielleicht so bei 1.500 Stunden und trotzdem wird der Stress mehr. Das ist auch ein Paradoxon eigentlich. Die Leute sind früher, hatten einfach gar keine Uhr, hatten gar keine Chance, zu spät mit der Arbeit zu sein, weil sie gar keine Uhr hatten. Und damit hatten sie vielleicht trotz dieser schweren Arbeit eine gewisse Chance der tieferen Entspannung, als wir sie heute haben. Nichtsdestotrotz war, wie man hier sieht, auch die alte Zeit nicht immer eine gute Zeit. Wenn Sie Fragen haben oder Bemerkungen, einfach drauf loslegen. Sie können gerne was dazu beitragen. Also was dann halt dann so in so Firmen an einem vorbeikommt, sind halt solche Meldungen wie diese. Ja, der gute Jürgen Schaller hat einen neuen Job bekommen, weil sein Vorgänger leider nicht mehr fähig ist, zurückzukommen. Aber wir danken natürlich dem Vorgänger, dem guten Frank, herzlich für seine Führungsarbeit und wünschen der Familie alles Gute. Tschüss, das war's dann. Also wird man dann einfach ausgesondert oder entsorgt. Und das ist natürlich schon die tägliche Realität. Und man merkt halt, dass ja, das Prinzip der Ausbeutung da latent schon da ist, gerade bei Führungskräften. So, der Stress ist da. Jetzt ist die Frage, wie wird man den Stress denn los? Gibt es da Vorschläge? Pausen. Ich notiere es gerade mal.
Pause ist da, was machen Sie in der Pause? Aha, okay, haben wir vorher gehört im vorherigen Vortrag. Was haben wir noch? Stressabbau? Oh, okay, sehr gut. Okay. Ja. Wandern. Erfährt Zustimmung. Ja, sehr gut. Delegieren. Das heißt, ich verteile die Arbeit vielleicht ein bisschen geschickter. Gehe dann her und sage, es gibt Arbeiten, die kann vielleicht ein anderer auch machen. Das Verblüffende ist, es ging mir also auch öfters so, ich war dann ab und zu mal kurzzeitig krank und die Welt drehte sich trotzdem weiter. Also es ist eine sehr berührende Erkenntnis. Gar so wichtig ist man doch nicht. Delegation ist eigentlich so ein Thema. Der Powernap, okay. Die reine Pause genügt uns nicht mehr. Es ist der Powernap. Und da macht man die Augen zu. Und denkt an was Schönes. Ja, ja, ja. Okay, ich habe ein paar Dinge notiert. Ins Wasser eintauchen. Also mir hilft es, ein Bad nehmen oder einfach in den See rein. Ja. Und ich habe den Eindruck, die Sorgen werden weggeschwommen. Okay. Wahrscheinlich die Urerfahrung von der Taufe oder sowas ähnliches. Aber die Idee ist natürlich schon, ich gehe in ein komplett anderes Element. Dann ist, also ich habe da sehr viel Erfahrung, weil ich eine Schwimmschule habe. Ja, aber wenn Sie nur den Kopf, Sie können die Nase oben lassen, aber schon der Schall ist eigentlich schon ziemlich weg. Das heißt, Sie sind da schon in einem komplett anderen Kontext und können sich da einfach von diesen Dingen, die an einem zerren, kann man sich schon ein bisschen befreien. Man nimmt sich besser wahr. Sein Herzschlag, sein Puls. Ja, Körperwahrnehmung, auch Temperatur, Kreislauf muss ein bisschen arbeiten, wenn das Wasser ein bisschen kälter ist, man muss auf jeden Fall Temperatur anpassen. Da passiert ganz sehr viel. Also mir geht es sehr ähnlich. Also bei mir ist auch Wasser eine sehr gute Entspannungsquelle. Gibt es noch Einfälle, Entspannung? Was halten Sie denn von einem guten Zeitmanagement, mit dem ich mir nicht mehr vornehme für den Tag, wie ich bewältigen kann? Also sehe ich mal unter der Überschrift Ordnung schaffen. Also das ist mit Sicherheit auch eine sinnvolle Sache, ist aber ähnlich wie der Erfolg, ist nämlich zweischneidig. Es gibt Zeitmanagement, habe mich intensiv damit beschäftigt, hat nämlich zwei Seiten. Zum einen können Sie den Stress abbauen, indem Sie Ordnung schaffen. Also irgendeinen Ordnungsrahmen braucht jeder Mensch. Also mir ist zum Beispiel so, wenn ich was aufräume, Zimmer aufräume, ist es bei mir auch ein Stressabbau. Und anschließend sind einfach Dinge geordnet und es ist besser, ist gut. Ich muss natürlich erstmal einen Aufwand spendieren, um diese Ordnung zu schaffen. Das ist je nachdem, wie groß die Unordnung ist oder der Ordnungsbedarf oder Ordnungswunsch, ist natürlich Aufwand, Gesundheit. Und Zeitmanagement kann eigentlich dazu führen, dass die Zeit sozusagen, die frei geworden ist, gleich wieder zugeballert wird mit mehr Themen. Sprich, es wird noch mehr reingepackt in die Freiräume, die ich mir schaffe. Das ist ein Gefahrenpunkt. Ein anderer Gefahrenpunkt ist, dass Leute, und das habe ich beobachtet, dann teilweise sehr starr werden, was Einflüsse von außen angeht. Sie sagen dann, jetzt ist das hier an der Reihe. Und wenn jetzt, kann es schon durchaus sein, dass das wirklich das Wichtigste im Moment ist. Aber es kann auch sein, dass man Themen verschläft. Also es ist so dieser Gegensatz oder dieser Widerspruch dann beim Zeitmanagement. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen diese preußische Disziplin dann nicht übertreibt. Aber ansonsten, ich glaube schon, dass jede Führungskraft sich einen Ordnungsrahmen schaffen muss.
wo sie sehen kann, wie viel geht denn noch, wo sind meine Grenzen und wo müssen meine Freiräume herkommen. Das auf jeden Fall. Okay, ich habe vorher schon mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Wie wird man stresslos? Ehrlicherweise muss man sagen, auch zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, und das geht wohl sehr vielen Leuten so, ist auch eine Bewältigung von Stress. Also so dieses Beruhigende. Also jetzt shoppen, ja. Je nachdem. Also in Ihrem Fall eher shoppen. Aber es kann auch letzten Endes so ein bisschen Stressabbau. Ist auch wieder zweischneidig. Deswegen habe ich auch, das sind so diese schnell, diese Quickfixes sind das. Also sprich die Dinge, die man mal so auf die Schnelle machen kann. Also bei mir ist natürlich so Essen, ja, bei mir ist Schokolade. Wenn ich irgendwo, Auto hinfahren muss ich konzentrieren, Schokolade. Und dann natürlich trinken. Dann geht es Richtung Alkohol. Also ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann, trinke mal schon mal einen Schluck Schnaps. Und dann geht es wieder. Kann man schon machen. Es ist dann eine Frage des Maßes. Bewegung allgemein halte ich für überaus sinnvoll. Das kann Wandern sein, das kann Schwimmen sein. Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft sehr stark trennen zwischen Kopfarbeit und Körperarbeit. Und das kann man, glaube ich, gar nicht trennen. Konsequenterweise sagen wir dann, bringen wir den Kindern bei, dass sie in der Schule stillsitzen müssen. Und dann kommt das Gesundheitsamt und sagt, dass Deutschland unter Bewegungsmangel leidet. Das Stillsitzen haben wir also für das Leben verinnerlicht. Also Bewegung, ein ganz, ganz weites Feld. Ich denke, bei Themen wie Bewegung oder ja, es kann auch mal Schweigen sein, ist halt so, dass die Belohnung nicht gleichzeitig zur Bestrafung wird. Wenn zum Beispiel mit Trinken Alkohol, wenn ich mich da sozusagen wegbeame, habe ich halt einfach diesen ja, sekundären Effekt, dass ich meiner Gesundheit nichts Gutes tue. Aber diese Themen bewegen, schlafen kann auch sehr wichtig sein. Und gerade der Schlafmangel bei Leuten, die dann halt mit 6 Stunden Schlaf auskommen wollen, es kann halt problematisch werden. Und da ist meine Erfahrung, dass es sehr stark mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt. Das heißt, Körperabwehr und so weiter leidet dann dauerhaft unter diesen Geschichten. Ich hatte jetzt über ja, viele Jahre hinweg kein großes Problem, so jetzt mit diesen 6-7 Stunden auszukommen. Das funktioniert schon, aber es ist dann eine Gefahr, dass sie halt so dieser Speicher langsam leer läuft und irgendwann ist es dann zu Ende und dann macht man auf und dann geht nicht mehr so richtig viel. Autofahren, Stressabbau, sehr wichtig für viele Leute, haben so ein Autonomiegefühl. Ist dann wieder auch so zweischneidig, kann man auch wieder sehr viel Stress dabei generieren. Musik hören, New, das war vom vorigen Vortrag, Pinkel gehen, auch das funktioniert. Das sind so die, ich sag mal, Einstiegsthemen, die ich mal so aufgelistet habe. Mal noch viele andere Vorschläge da, delegieren, mit anderen Leuten besser kooperieren, was in einer Stresssituation immer schwer fällt. In einer Stresssituation muss es eigentlich genauso gehen, wie ich es will und nicht wie der andere will. Das heißt, wir müssen schon diese Dinge beachten, aber vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, was wir noch machen können. Und hier ist noch so eine Reduktionsstrategie. Es gibt schon Programme, die trennen Sie über bis zu 4 Stunden vom Internet. Und der Name, wo es überschrieben ist, ist Freedom. Weil viele Dinge sind eigentlich Dinge, die wir uns selber sozusagen, mit denen wir uns selber zumüllen. Also bei mir kann es halt auch sein, dass ich mich für 5 Minuten an den Rechner setzen will und sitze dann einfach 1 Stunde oder 2 davor. Und da muss man einfach diese Reduktionsstrategien, an die muss man sich erinnern. Und die muss man dann einfach auch konsequent einführen. Okay. Mal so eine Stufe tiefer noch. Thema Entschleunigen. Also bin ich jetzt zufällig im Wasser. Und es gibt bei jeder Schwimmlage einfach die Situation,
wo sie einen Moment lang in der Streckung verharren, um einfach mal diese Geschwindigkeit auszunutzen. Und dieser Arm hat jetzt gerade so diese Ruhelage, während der andere Arm zieht kräftig durch. Aber sie brauchen immer eine Balance zwischen dieser Anspannung, Entspannung, zwischen Beschleunigung und Entschleunigung. Warum ist es so? Weil in der Regel es mit Lernprozessen zu tun haben. Und wenn was nicht funktioniert, dann wurde es nicht richtig gelernt, falsch gelernt. Und sie können dem Kind nicht beibringen, Fahrrad zu fahren, indem sie es mit 50 Kilometer anschubsen. Das wird dann hinfliegen. In der Wirtschaft würde man sagen, probier es mal mit 60 Kilometer, vielleicht geht es dann besser. Sie müssen die Geschwindigkeit reduzieren, sodass die von der Person, die diesen Lernprozess durchlebt, verarbeitbar ist. Und also wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist in aller Regel ein Abbremsen hilfreich, weil dann kann in der Ruhe gelernt werden und dann kann ich auch wieder anschließen, sehr viel schneller beschleunigen, als ich das vielleicht vorhatte. Rhythmen und Rituale haben sie eigentlich in jeder Gesellschaftsform, haben sie irgendwelche Rituale, Rhythmen, und die wird natürlich durch diese 24x7 Gesellschaft, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer verfügbar, immer kaufbar, immer ansprechbar, werden eigentlich diese Rhythmen und auch die Rituale werden eigentlich ziemlich zerstört. Also hier ist Maibaumklettern, wir haben eine ähnliche Geschichte bei der Religion. Ist jetzt auf Sizilien. Und das sind Dinge, die wir eigentlich heute eher an den Rand drängen. Das sind irgendwelche Spinner. Aber jede Form von Gesellschaft braucht, ich nenne es mal, ihr Glaubensbekenntnis. Heutzutage denken wir, wir hätten keins mehr, wir haben aber doch eins. Der Glaube an Wissenschaft und Technologie, das ist das heutige Glaubensbekenntnis. Weil, bitte? Versuchen Sie mal jemanden zu überzeugen und werfen Sie mal in die Runde. Ich habe eine klasse wissenschaftliche Studie, da ist das und das genannt. Ihre Überzeugungskraft steigt sprunghaft an, unabhängig, ob es die Studie gibt, was für einen Inhalt die hat. Also es ist, zumindest aus meinem Beobachtungswinkel heraus, hat es schon einen religiösen Charakter. Und Sie müssen mal betrachten, wie oft gerade Wissenschaft auch Fehlschläge erlebt, wie oft die daneben langen. Und da behaupte ich, sie langen nicht öfters oder sie nicht signifikant weniger daneben als andere Glaubensbekenntnisse. Also was mal spontan einfällt, ist dieses tolle Atomlager Asse, das gerade so blub absäuft, wo ihnen vor 20 Jahren sicher die Experten gesagt haben, es kann nichts passieren, es ist alles sicher. Und wir merken, naja, so toll ist die Wissenschaft jetzt auch nicht. Also waren es doch keine bewiesenen Sachen, sondern wir haben denen mal so geglaubt. Die hatten 3 Titel vorne dran und dann muss es schon richtig sein. Also ich glaube, dass diese Glaubensbekenntnisse gibt es schon noch, wir sind uns denen nur nicht mehr so richtig bewusst. Und es gibt einen schönen Satz, studiere wohl und raste nie. Es ist das Ende der Philosophie, also sprich das der Endpunkt der Philosophie, zu wissen, dass wir glauben müssen. Was wir nicht schaffen, was die Franzosen noch ein bisschen besser schaffen, deswegen auch Bilder aus Frankreich, ist einfach die Entspannung. Die brauchen wir regelmäßig und rechtzeitig und müssen daraus so eine Balance herausbekommen. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen. Das sind die Auszeiten, wenn man schwimmen geht, wenn man wandern geht. Und diese Balance muss man finden, muss man suchen. Man muss wissen, wann es soweit ist, wann es nötig ist. Und es gibt Momente, da klappt es besser und klappt es schlechter. Und wenn Sie jetzt das Zeitmanagement einsetzen und sagt, jetzt scheint gerade zwar die Sonne und die Luft ist jetzt im Herbst noch schön lau und jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt zum Wandern, aber laut meiner Zeitplanung muss ich jetzt das und das machen, dann
verpufft da auch wieder ein bisschen Energie. Das heißt, ich muss diesen Energiehaushalt auch in den Situationen zu nutzen wissen, die jetzt vielleicht konträr zu meiner Planung sind. Und das sehen Sie in Firmen auch immer, dass die Leute starr an ihrer Planung festhalten, die in einem gewissen Augenblick überhaupt keine Relevanz mehr hat. Nächste überspringen wir. Das ist diese Kapelle von Ronchamp, von Corbusier, entworfen. Und was er da geschaffen hat mit dieser Kapelle auf diesem Hügel, ist einfach ein klasse Kontext. Und schon von klein auf als Kinder, wir leben in Kontexten, in Geschichten. Und wenn wir diesen Kontext zerstören, dann wird es schwierig. Und in einer Firma, die jetzt mal wegen Entwicklungsabteilung hat in Sofia und eine Auslandsvertretung in den USA, da werden diese Kontexte immer durcheinander gewürfelt. Deswegen so eine Harmonie, so ein Kontext, so eine Erzählung, in das reinpasst, ist extrem wichtig. Meine Erfahrung jetzt aus dem Schwimmkurs ist, ich kann Kindern ein Brett in die Hand drücken und denen sagen, haltet euch dran fest, dann geht er nicht unter. Ist für das Kind völlig irrelevant. Es glaubt mir das nicht. Wenn das Brett aber ein Gesicht aufgemalt hat und geformt ist wie ein Frosch, und ich sage zum Kind, das ist ein Frosch, und wenn du ihn fragst, ob er dich mitnimmt, dann kannst du dich dran festhalten. Greift jedes Kind dazu. Und das ist halt dieses Denken im Kontext. Und das schaffen so diese, ich sag mal, rational orientierten Führungswesen, schaffen das überhaupt nicht mehr. Und dadurch geht auch sehr viel Energie verloren. Ja, ist natürlich, sag mal. Bitte? Dieses Denken überbringen, das ist rein psychologisch. Was das Kind einzieht, ja. Das tut es. Ja. Ja. Gut, wie Sie es nennen, es ist sozusagen schon eine psychologische Technik, wenn Sie jetzt von einer wissenschaftlichen Ebene her kommen. Die Technik gab es aber, bevor es die Psychologie gab. Ganz zentral dieses Thema Effektivität. Also was ich in meinem Leben schon machen will, ist Ziele erreichen. Also ehrgeizig bin ich auch heute noch. Aber ich denke nicht mehr so stark in Effizienz, weil ich gemerkt habe, mit Denken in Kosten, was kostet mich das jetzt? Das ist der völlig falsche Ansatz. Ich muss mir überlegen, was ist mir wert, was von Wert wird dabei geschaffen. Und von dieser Seite her merkt man dann, wie unsinnig also viele Dinge gestaltet sind. Beispielsweise so ein Parkplatz, wo sie eine Parkbuch haben, die laut DIN-Norm halt maximal 2,20 Meter groß sein muss. Sie haben den ganzen Parkplatz, jeden Morgen quälen sich Leute in diese Parklücken rein. Nur weil diese Norm das so gefordert hat und man nicht darüber nachgedacht hat, was für einen Ärger man den Leuten da mit beschert. Und dieses Effizienzdenken haben sie in Großunternehmen ganz, ganz eklatant und das ist ein einziges Ärgernis. Auch gerade dieses Denken in Spezialisten nach dem Motto, ich habe 5 Spezialisten, beispielsweise beim Telekommunikationsunternehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, und davor schalte ich, die Spezialisten sind eigentlich teuer, an denen spare ich, deswegen setze ich 100 Telefonisten davor und dann werde ich über 5 Stationen durchgereicht, bis ich dann beim falschen Spezialisten gelandet bin, als gleich mit dem richtigen Menschen zu sprechen. So, ich glaube, dann schwenken wir noch eine Folie vor und kommen damit eigentlich zum Schluss. Ist von einem römischen Philosophen oder einem Philosophen aus römischer Zeit, muss man sagen. Er ist wohl in Spanien aufgewachsen, aber ich halte es für ganz sinnvoll, was er so sagt. Da sind auch einige Reduktionsstrategien drin, also ich mache dieses Thema Einfachheit. Aber ich lese ganz einfach mal vor. Was das Leben schön macht, mein bester Freund Martial, ist dies.
ein Vermögen nicht mühsam erworben, sondern ererbt. Gut, klappt nicht immer, funktioniert nicht immer, aber ein gewisser, ich sag mal, sich über Geld nicht unbedingt jeden Tag Gedanken zu machen, ist eine angenehme Geschichte. Das kann man natürlich auf die Weise machen, dass ich möglichst viel verdiene oder dass ich mir mal überlege, was ich eigentlich überhaupt konsumieren muss. Das ist die andere Richtung und die halte ich für wesentlich intelligenter, weil Geld kriegen sie immer los. Also es gibt genügend Leute, die ihnen das abnehmen. Aber wenn sie mal überlegen, was sie eigentlich brauchen, dann sind sie vielleicht auf der besseren Seite, was das Vermögen anbelangt. Dankbarer Acker, ein immer warmer Herd, haben wir heute in aller Regel, können wir auch ein bisschen dankbar dafür sein. Gerichtsprozesse nie, kaum feine Kleidung, Ruhe im Gemüt, gehörige Kräfte, ein gesunder Körper. Was die Leute vergessen ist, wenn die Gesundheit mal ruiniert ist, ist es dann teilweise nicht mehr reversibel. Das heißt, sie müssen dann mit einer gewissen Problematik lebenlang sich anfreunden. Gewollte Einfachheit, gleichgesinnte Freude, angenehme Gäste, schlichte Mahlzeiten. Da sind wir zurück beim Essen. Viele Leute essen dann, um den Stress loszuwerden. Was essen sie? Sehr reichhaltig, sehr fett. Werden dann dick, kommt das Übergewicht. Dann sind sie wieder dabei, dass sie mit der Belohnung, die Bestrafung auf den Fuß folgt. Sehr ungeschickt. Die Nacht ohne Trunkenheit, doch frei von Sorgen. Das Bett nicht freudlos, doch sittsam. Schlaf, der die Dunkelheit kurz macht. Was man isst, das wolle man auch sein und nichts anderes. Wie oft höre ich, irgendwie muss ich ja Geld verdienen und deswegen mache ich irgendeinen Job, der mir überhaupt nicht gefällt. Sehr seltsame Einstellung, glaube ich. Und dann, den letzten Tag soll man weder fürchten noch herbeisehnen. Und passend dazu ein Bild von einem Bekannten, der jetzt mal schon proaktiv seine zukünftige Ruhestätte ausgewählt hat. Sprich, da ist dann die Angst, die wir dann doch irgendwo alle haben, zumindest mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, vielleicht auch provokativ. Und das trägt bei ihm mit Sicherheit auch zur Entspannung bei. So, das wäre es von meiner Seite mal gewesen.